Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Projekt der Kandelin. Es ist der nächste Tag. Wir haben hier 14.43 Uhr in-game. Das heißt, wir sind aber auch ungefähr die 6 Stunden hinterher, die wir geplant hatten. Ne? Und ja. Grüßen wir erstmal die Leute, die jetzt da sind. Thomas, Detlef, Peter, Mike und Dieter habe ich auch irgendwo gesehen. Hallo. 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 So, und ich gehe davon aus, da die Mähschwader, so heißen sie, Mike, ne? Schwadenmäher, ja. Die Schwadenmäher. Die Schwadenmäher beide unterwegs sind. Seid ihr im Gras zugange? Kann das sein? Ja. Pass auf, dann nehme ich mal meinen kleinen Belarus und haben wir noch einen Ladewagen? Ja, ne? Ach, da steht noch einer, ich sehe doch. Da steht noch am Hof direkt, ja. Ja, dann nehme ich meinen kleinen Belarus-Traktor. Wieso kann ich da nicht einsteigen? Hast keinen Schlüssel. Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist, ich habe gestern noch einen Hof angelegt für die Kollegen hier. Deswegen bin ich nicht auf dem richtigen Hof. Daher kommt's. So. Oh, ich brauche noch nicht mal Fahrmanager, oder? Aber Hauptsache, ich kann fahren hier. Was, übrigens, guten Abend. Ja, hallo. Was habt ihr denn heute schon so gemacht hier? Oder seid ihr noch nicht lange da? Wir sind alle erst seit, ja, kurzer eine Stunde hier. Okay. Ich bin eine Viertelstunde vielleicht da, ja. Dann ist ja top. Dann komme ich schon mal rumgefahren. Auf der Wiese, ne? Wie kommen alle am sinnvollsten von unserem Hof zur Wiese? Also ich bin jetzt hinten durch hier irgendwie gefahren. Oder an der Shell vorbei, immer geradeaus und dann rechts weg. Ja, also du bist hier hinten durch den Acker gefahren, Detlef. Wahrscheinlich, ne? Ja, muss aber nicht. Ach, guck mal hier. Ich bin ja gespannt, ob die 80 PS für den Ladewagen reichen, die? Schauen wir mal. Und er sammelt auf. Aber du hast mehr als 80 PS, oder? Da fragst mich was. Ich hab den Traktor, irgendwie sieht der kleiner aus, als den ich gestern gekauft habe. Das ist irgendwie ein Z323 oder so. Ich weiß nicht, wie viel der hat. Also ich den gestern gekauft habe, der hatte 100. Ich weiß nicht, ob dieser jetzt kleiner ist hier. Kann ich mir umgucken. In der Garage. Was hat denn der am meisten? Der hat auch 100 PS. Soll er haben. Ja, ich meine, ich bin der Einzige mit 80 PS. Die Zuschauer feiern das Projekt übrigens. Also vielen Dank, liebe Zuschauer. Das ist richtig cool. Die gibt schon richtig coole Feedback drauf. Einige haben zwar gesagt, das sind nicht deren Fahrzeuge. Aber ich finde das schon cool, was wir hier so veranstalten. Fahrzeuge sind top. Was ist das denn da? Wieso ist denn das? Oder ist das noch nicht nachsynchronisiert? Wahrscheinlich ist es nicht nachsynchronisiert, ne? Sag mal, Mike, kannst du mit dem voll um die Ecke schwarten? Sicher. Ist ja der Hammer. Doch, Lenkeinschlag, wie verrückt. Das Ding ist schon mega cool. Ja, jetzt muss man aber auch sagen, die Schwarte ist schon mager, ne? 5 Meter halt. Hallo Detlef. Guten Tag. Was machen wir denn damit? Fahren wir das in die BGA direkt oder was? Ja, also ich habe das jetzt angefangen, das eine Fahrsiedlung wurde mir gesagt, wollen wir befüllen. Ja, tipptopp. Mike, da ich sehe, wo du lang fährst, fahre ich erstmal dir deine Schwarte hinterher direkt. Okay. Aber sag mal, wir können doch hier am Rand das Gras können wir doch mitnehmen, oder? Oder ist das nicht mehr unsers? Doch, doch. Wir können doch einmal hier außenrum. Außenrum können wir nochmal fahren, ne? Die andere Seite, die haben wir schön, schön sauber gemäht, ja. Na top. Was war das jetzt? Schwadenmäher oder Mäh? Schwadenmäher, ne? Schwadenmäher, ja. Ja, ich lerne das schon noch. Schwabe und Schwadenmäher, ja. Der Big M des Ostens wird da genannt. Big M Light. Der Ladewagen, das läuft doch top. Also sieht auch von der Animation aus sehr schön aus.
Ja, allerdings kann der Mike tatsächlich einen Einschlag machen. Den kriegen wir natürlich mit dem Ladewagen so nicht hin. Was macht denn der Spitze? Der Ladewagen macht er 15, ja, ne? Also ich fahre auch 15 mit dem hier jetzt. Ja, da wäre wohl nah dran. Mehr sein. Macht 17. Der Ladewagen macht 17? Nee, der Mehr. Achso, okay. Dann sollte der Mehr vielleicht auch den Ladewagen ziehen. Leider keine Zapfwelle. Ja, das wäre ja noch cooler. Da muss, stell dir mal vor, die würden auch die Ladewagen ziehen können. Ja. Obwohl, das sind ja nur kleine Heuschrecken. Aber da siehst du mal, ist das die Breite, auch die konnten, Mike? Aber 17 ja. Sind die auch nicht gefahren in der Realität, oder? Nee, die sind ein bisschen langsamer gefahren. Aber 5 Meter hatten die. Ich habe gerade eben erzählt, da wo ich herkomme, die hatten davon 5 Stück. Wenn du das hochrechnest, sind es auch 25 Meter bei einer Runde. Das stimmt, ja. Wieso haben wir keine... Wie viel hatten die, hast du gesagt? 5. 5 Stück? Wieso haben wir keine 5 Stück? Du hast gesagt, 2 reichen. Ja, ich habe auch gesagt, 2 reichen. Reicht ja auch. Ja. Naja, das kommt jetzt darauf an, wenn es noch mehr kommen, dann brauchst du ja noch wieder ein Gerät wahrscheinlich. Ja, da muss noch einer festfahren und... Wieso haben wir denn schon so viel Kohle? 333 Euro mehr als Startkapital. Oder haben wir das nicht entsprechend runtergezogen? Wir haben es nicht ganz runter auf. Ich habe gedacht, wir hätten schon Geld verdient. 333 Euro. Hätte ja sein können. Anwesenheitsprämie oder so. Ja, genau. Ja, genau. Ja, Freund, ob der glaubt oder nicht, 23.000 Liter sind in meinem Ladewagen gleich drin. Ich bin noch nicht voll, ich bin jetzt auch wieder voll. Schön. Das ist Mehrwert. Oh, aber so mit Geschwindigkeitszuwachs tut er sich aber schwer. Willi! Hallo Willi! Willi! Ja, seid ihr fleißig? Aber ja. Sowas von. YouTube, yes, YouTube verlangt, dass wir hier Gras machen. Das hieß jetzt durch die Blume Hallo Hutu. Ja, quasi. Was denn mit den anderen Feldern? Gibt es da noch was zu tun oder sind die erstmal? Erstmal noch nicht, nee. Erstmal im Wachstum. Ja, tipptopp. Da wird sich die nächsten Tage schon einspielen, dass wir da noch mehr zu tun haben. Ja, definitiv, ja. Ah, guck mal, komme ich aber auf die 43 Sachen drauf. Hier. Auch wenn man hier im Dorf nur 30 fahren darf, eigentlich. Na, pass auf, dass sie nicht blitzen. Ah. Wir müssen hier Gas geben, das hilft ja nichts, ne? Muss ja fertig ja, werden. Richtig. Aber die Passanten. Ist denn eine Bahn eingesammelt an meinem Ladewagen? Eine Bahn hoch oder? Ist das zu wenig? Müsste da hoch und runter fahren. Ich weiß nicht, welche Bahn du meintest, aber ich bin gerade ein paar Mal darum gedreht. Also Detlef hat hier vorne angefangen und sag mal, hat 2,5 Seiten geschafft. Also. Okay. Guck mal, Peter verdichtet schon. Das ist ja auch mal ein kleines Fahrsilo, muss man ja sagen, ne? Ganz kleines. Schade, dass man nicht nur eine Seite abdecken kann. Noch keinen Plan, Mob? Nee. Leider nicht.
einen Discord-Teilnehmer und dann sieht es bei uns anders aus. Hä? Ja, da wurden wir herausgefunden, ab 1000 Leute auf dem Discord sieht der Discord anders aus. Oh nee. Echt? Ja, verändert sich alles? Die komplette Welt ist im Wandel? Nee, aber ab dann werden keine Offline-Teilnehmer mehr angezeigt. Ach so. Das wäre ganz wunderbar. Obwohl, das ja, kann man sehen, wie man will. Dann findest du sie auch nicht, wenn du da einmal von anschreiben willst. Wenn du jetzt jemand Spezielles suchst. Ja. Ich weiß nicht, ob die mit der Suche dann noch auftauchen, aber so angezeigt werden sie dann rechts nicht mehr. Okay. Das heißt, wir sind bei 999. Wenn ich das richtig verfolgt habe, hat sich gerade der 999. eingefunden. Ich würde ja einen Aufruf starten bei den Zuschauern, aber ich denke, das ist gleich durch dann. 998. Ah, 998, liebe Zuschauer. Dann könnt ihr noch, wer von euch noch nicht bei uns im Discord ist, der hat jetzt die Chance, der Tausendste zu sein. Oh, obwohl, eigentlich über Tag haben wir so 2-3 und die Folge kommt nicht heute. Die Folge kommt frühestens übermorgen, würde ich sagen. Oh, da war einer giftig. Wie sagt Falk immer so schön? Mit Hass. Der Willi kann ganz schön laut sein, wenn er will, gell? Ja, aber hallo. Willi spricht mit seinen Hunden. Boah, guck mal hier, was der einen Wendekreis hat, das Ding. Ist ja nicht zu glauben. Also, ich meine den Schwadenmäher. Und der Willi auch ab und zu. Und einfangen muss. Cool. Ich gebe jetzt zu, ich hätte ja schon auch gerne mal was davon gepresst und verladen. Aber ihr habt natürlich recht, wir brauchen eigentlich keine Grasballen. Das kann man ja auch später gerne mal machen. Wenn wir die nächste Runde machen, ja. Wenn wir satt sind, wenn wir kohlemäßig, wenn wir das haben, was wir alles brauchen, können wir sowas ja gerne machen. Aber ich finde, erstmal voranzukommen. Alles gut. Ich habe auch tierisch Bock auf die kleine Presse, die handlichen Würfel macht. Ja, die machen wir auf jeden Fall auch noch einmal. Und Mike, wenn wir dazu zweit machen. Genau. Ich weiß nicht, wie viele hunderte von diesen Ballen ich als Kind oder als Jugendlicher in der Hand habe. Also ich sage es euch ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, wir können gleich noch einen Ladewagen gebrauchen. Ja. Ich denke, um den dritten Ladewagen kommen wir nicht umher. Besonders, weil wir ja wahrscheinlich mit der Silage in erster Instanz mal die Kohle machen wollen, ne, damit wir vorwärts kommen. Genau, ja. Beim Ackergras kommt ja auch wieder Gras nachher. Es wird ja. Gras ist ja erstmal eigentlich Haupt. Ja. Ja, Willi, dann wirst du gleich nochmal zum Shop fahren müssen. Einen kleinen Ladewagen holen. Das kann ich doch wohl tun. Was ist das eigentlich für ein. STS. Mike, weißt du, was das ist? Horal? Ist das eine Marke aus dem Osten? STS Horal. Also, Name sagt mir was, aber jetzt so auf Anhieb. Ich frage mich, wofür die 40M stehen soll. Wo? Das ist doch klar. 40 Mark, das ist das Preisschild. Ja, genau. Mal würde ich sagen, das sind 40 Meter, aber das Fahrzeug ist doch niemals 40 Meter lang oder auch nicht. Weißt du? Du, 40 Meter Grasschwad kann es in einmal aufnehmen. Oder Garantie. 40 Meter Garantie. 40 Meter Garantie. Vielleicht Jahrgang 1940. 40M. Naja. 40 Messer vielleicht hier bei dem Aufsammeln. Ich glaube nicht, dass der Messer hat, der Ladewagen. Haben die nicht vorne immer so Messer zum Aufsammeln? Ja, diese am Messer haben sie jetzt, weil sie jetzt so, weil sie noch, weil die noch kleiner häckseln, ne?
Das sind ja spezielle Häckselwagen und keine Lader. Ja, stimmt. Nee, da sollen wir erstmal wieder über das Grüne rüberfahren oder willst du eine glatte Fläche haben mit Gras? Ja, machen wir komplett erst, oder? Mir ist das egal. Aber liebe Zuschauer, vielleicht könnt ihr uns mal raussuchen, was 40M bedeutet und wofür das steht. Und dann sind wir euch sehr dankbar. Ich trage es natürlich gerne, wenn ihr es in die Kommentare schreibt, an die Kollegen weiter, damit wir das rausfinden. Und schreibt uns auch gerne rein, was hier so die Historie von Horal STS, was da so hintersteht. Wir haben hier diese Mods und wollen die auch so ein bisschen verstehen. Obwohl, übrigens das mit dem Maschendrahtzaun hier hinten an dem Ladewagen, das sieht schon cool aus, wenn man da so ein bisschen nah rangeht. Die Ketten sind eher so ein bisschen Comic-Style, aber diese Maschendrahtzaun ist schon eine witzige Nummer. Ja, und dann sagen wir noch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Alles Gute. Bye, bye. Und Ade.